Kaum ein Markt ist so im Umbruch wie das Paketgeschäft. Lieferungen per Drohne sind nur eine Idee. Die Post hat noch eine andere. Das Traditionsunternehmen baut eigene Elektroautos und führt damit die Großkonzerne vor. Jetzt will die Post damit in Serie gehen. Erstmal für den eigenen Bedarf. Das ist gut für die Umwelt und gut fürs Image. Und irgendwann können vielleicht auch private Kunden sagen, mein neuer ist von der Post. Lothar Becker. Sie fahren seit Jahren, obwohl kein etablierter Autohersteller sie baut. Elektro-Postautos. Die Post zeigte Umweltministerin Barbara Hendricks in Aachen ihren tausendsten selbstgebauten E-Transporter. Ab 2017 sollen jährlich 10.000 davon gebaut werden. Wir haben gesagt, wir wollen ein Auto haben, was nicht teurer wird als das, was wir bisher haben. Dieses Fahrzeug in der Gesamtbetrachtung, wir nennen das Total Cost of Ownership, also über den gesamten Lebenszyklus, ist nicht teurer als das, was wir heute einsetzen. Viele überraschend, ist aber so. Die Post kann E-Autos herstellen, weil sie simpel aufgebaut sind. Es gibt deutlich weniger Verschleißteile als bei Modellen mit Verbrennungsmotor. So werden im Betrieb Kosten gespart. Diese Rechnung geht auch bei UPS auf. Deutschlandweit werden jeden Morgen 50 rein elektrische Zustellfahrzeuge beladen. Dabei erhielt auch UPS, ähnlich wie die Post, von Automobilkonzernen nur Absagen. Wir standen vor der Herausforderung, dass es auf dem Markt keine adäquaten Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge für uns gab, insbesondere in der 7,5-Tonnen-Klasse. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir schon gebrauchte Fahrzeuge umrüsten und ihnen damit ein zweites Leben ermöglichen. Voll geladen haben die Elektrotransporter eine Reichweite von 80 Kilometern. Mehr als genug für Zusteller wie Richard Krug. Er fährt seit 2 Jahren rein elektrisch. Man möchte nicht wieder auf Diesel zurück. Definitiv nicht. Es fährt sich gut. Es ist gut natürlich für die Anwohner. Es ist Lärmemissionen.